Law and Talker. Moin, moin und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Law and Talker Podcasts. Heute mit einer etwas kürzeren Folge, glaube ich, weil wir einfach mal einen ganz kurzen Überblick über ein aktuelles Thema, was jetzt so aufgeploppt ist in den Medien, bekommen wollen, ohne dazu besonders tiefgründig einsteigen zu wollen oder zu können, weil einfach die Rechtslage und auch die aktuelle Debattenlage dazu noch relativ uneindeutig ist. Nichtsdestotrotz aber das Ganze ein sehr interessantes Thema ist und es deswegen sich lohnt, da mal einen Blick reinzuwerfen. Inhaltlich soll es gehen um Telegram und die Frage, inwiefern Telegram A verantwortlich ist für die Inhalte, die dort in bestimmten Gruppen gepostet werden und B, inwiefern der Staat, also Deutschland oder auch die EU gegen Telegram vorgehen kann, um dortige, teilweise auch rechtswidrige Inhalte zu sperren, zu löschen und die jeweiligen Verantwortlichen dann eben auch entsprechend einer möglicherweise strafrechtlichen Verfolgung zuzuziehen. Wieder in den politischen und juristischen Fokus gerückt ist das Thema Telegram A, weil die neue Innenministerin Nancy Faeser ja sich dazu geäußert hat und gesagt hat, es sei nicht zu tolerieren, dass auf Telegram in teilweise sehr großen Gruppen oder öffentlich zugänglichen, öffentlich abonnierbaren Chatverläufen Inhalte verbreitet werden von Leuten, die eben klar sich gegen den Staat stellen, die ihrer Ansicht nach verfassungswidrige Inhalte verbreiten, wie zum Beispiel diese ganzen Querdenkergruppen, auch geleitet von Attila Hildmann und so weiter, die eben klar sich auch gegen die Corona-Maßnahmen stellen und insofern dort erheblicher Bedarf zu bestehen scheint, diese Inhalte, die dort verbreitet werden, diese Verschwörungstheorien, die verbreitet werden und so weiter und so fort, denen Einhalt zu gebieten. Das natürlich ist aber nur die eine Seite. Es gibt eben auch Fälle, wo über Telegram wohl öffentliche Morddrohungen, Beleidigungen übelster Art und so weiter verbreitet und geäußert werden, was natürlich ebenfalls rechtswidrige Inhalte auch nach dem Strafgesetzbuch darstellen. Und gleichzeitig ist bei Telegram ja auch bekannt, dass das praktisch die Hotspot-Gruppe ist, gerade unter praktisch der jüngeren Generation, um möglicherweise auch an illegale Drogen oder Ähnliches zu kommen. Der Schwarzmarkt, gerade bezüglich Marihuana, der über Telegram läuft, ist auch erheblich. Und in all diesen Ebenen hat der Staat anscheinend irgendwie kein Zugriffsmittel, jedenfalls kein effektives Zugriffsmittel, um diese rechtswidrigen Inhalte, seien es jetzt Beleidigungen, seien es Bedrohungen oder Verbreitung von verfassungswidrigen Inhalten, beziehungsweise eben das Angebot von illegalen Drogen, darauf Zugriff zu bekommen und das zu unterbinden. Das Problem, was dabei grundsätzlich besteht, ist, dass man erstmal sehen muss, dass Telegram natürlich kein klassisches soziales Netzwerk, jedenfalls wenn man es mal nicht juristisch definiert, ist, sondern eben so eine Art, ursprünglich wie WhatsApp, ein privater Chat-Anbieter. Natürlich ein Telemedium, aber eben kein soziales Netzwerk im Sinne eines Twitters oder eines Facebooks, wo praktisch öffentlich Feeds zur Verfügung gestellt werden und jeder praktisch jeden jeglichen Inhalt sofort sehen und lesen kann. Gleichwohl, und darauf hat jetzt auch Nancy Faeser hingewiesen, weswegen sie der Meinung ist, dass Telegram sehr wohl auch dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz unterfällt. Welche Kriterien dazu vorliegen müssen, gucken wir uns gleich nochmal an. Aber sie sagt eben, auf Telegram kann man ja auch diesen öffentlichen Gruppen insbesondere einfach folgen. Und da gibt es praktisch öffentliche Gruppen bis zu 200.000 Mitgliedern. Und daher kann man da schon von ausgehen, dass das praktisch öffentliche Gruppen sind und daher auch öffentlich zugängliche Kanäle. Und insofern, dass mit Facebook oder Twitter, also diesem ganz öffentlichen Feed, vergleichbar ist, deswegen auch Telegram dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz unterfiele.
und insofern auch für Telegram die dann bestehenden Voraussetzungen gelten, nämlich dass rechtswidrige Inhalte, wenn sie offensichtlich rechtswidrig sind, 24 Stunden gelöscht werden müssen und dass eben auch Berichtspflichten bestehen seitens Telegram. Und an beide Voraussetzungen hält sich Telegram, sofern das nachvollziehbar ist, jedenfalls nicht, weswegen jetzt auch entsprechende Verfahren gegen Telegram eingeleitet wurden. Das Problem ist aber, so berichtet es unter anderem die Zeit und Deutschlandfunk, ist, dass man dem Ganzen nicht Herr wird, weil man gar nicht weiß, wo die Verantwortlichen eigentlich sitzen. Teilweise wird gesagt, ja, Telegram hätte den Geschäftssitz in Dubai, aber die antworten wohl nicht auf öffentliche Anfragen oder auf Hinweise seitens Deutschlands und seitens der zuständigen Behörden auf das entsprechende rechtmäßige Vorgehen, was man von Telegram verlangt. Und insofern werden sie einfach diesen gesetzlichen Vorschriften, die zwar nach dem Netz-DG bestehen, nicht gerecht. Und da man auch keine Handhabe hat, wer eigentlich die genauen Verantwortlichen sind, kann man da auch niemanden zur Verantwortung ziehen. Jedenfalls sofern sie sich sowieso im Ausland aufhalten und insofern gar keine Möglichkeit besteht, jetzt irgendwie auf nationaler Ebene dort bestimmte Rechtsfolgen in Gang zu setzen, die dann Telegram in irgendeiner Form beschränken würden. So viel also zur praktischen und politischen Bewertung bzw. Einordnung des Themas. Gleichwohl, wenn man mal auf die juristische Seite guckt, fand ich es gar nicht so offensichtlich, dass das, was Nancy Faeser da geäußert hat, nämlich dass Telegram jedenfalls bezüglich dieser großen Gruppen von 200.000 Mitgliedern auch dem NetzDG unterfällt, dass dies auch tatsächlich zutrifft. Sie hat ja gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe, so wie es Zeit und auch Deutschlandfunk berichtet, geäußert, dass das eben grundsätzlich nicht der Fall sei, weil Telegram ein privates Netzwerk sei, beziehungsweise ein Netzwerk, was für private Chats ausgelegt sei. Gleichzeitig aber bezüglich dieser großen Gruppen sich das eben anders verhalte. Also da so eine Doppelstellung oder Doppelbewertung von Telegram, je nachdem, ob es sich jetzt um eine große öffentliche und frei abonnierbare Gruppe handelt oder eben um einen privaten Chatverlauf handelt, vorzunehmen sei. Und Telegram daher, sofern es diese öffentlichen Gruppen betreibt, auch dem NetzDG unterfiele. Wenn man sich allerdings die Definition im NetzDG anguckt, ist es keinesfalls offensichtlich, finde ich jedenfalls, nämlich § 1 Absatz 1 unter der Überschrift des Anwendungsbereiches sagt, dass dieses Gesetz gilt für Telemediendienstanbieter, die mit Gewinnerzielungsabsicht Plattformen im Internet betreiben, die dazu bestimmt sind, dass Nutzer beliebige Inhalte von anderen Nutzern teilen oder der Öffentlichkeit zugänglich machen, soziale Netzwerke. Das entscheidende Kriterium ist also das Bestimmtsein und man kann natürlich, ich würde jetzt im ersten Moment sagen, ja, Bestimmtsein. Telegram an sich ist wahrscheinlich erstmal ursprünglich für den privaten Austausch bestimmt gewesen und hat sich dann eben dazu hin entwickelt, dass jetzt auch so größere Gruppen entstehen konnten und abonnierbar sind, frei zugänglich, was ja auch in gewisser Weise ein Alleinstellungsmerkmal in Anbetracht der Konkurrenz ist. Bei WhatsApp geht das, glaube ich, nicht. Jetzt kann man aber natürlich argumentieren, okay, dann war aber Telegram gar nicht dazu bestimmt und unterfällt deswegen auch nicht dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, sofern man sagt, Telegram als Ganzes ist immer noch eigentlich für die individuelle Kommunikation bestimmt. Die Besonderheit im Telemedienrecht ist aber ja, dass Telemediendienstanbieter oder Telemedien generell nicht nur immer jeweilige Plattformen selbst sind, sondern auch schon auf Telemedienangeboten einzelne Telemedien bestehen können. Das Beispiel ist da immer das Facebook-Profil. Facebook selbst ist ein Telemediendienstanbieter. Gleichwohl ist das von einem jeden selbst öffentlich geschaltete und betriebene Facebook-Profil jeweils selbst auch ein Telemedium, wo eben Inhalte nach bestimmten Auswahlkriterien an die Öffentlichkeit verbreitet werden. Wenn ich da mein Profil hochstelle, dann wähle ich dort bestimmte Sachen aus, die zugänglich sind. Vielleicht wähle ich noch aus, was überhaupt auf meinem Profil gepostet werden darf und so weiter und so fort. Und insofern erstelle ich auch selbst ein Telemedium und bin Telemedienanbieter.
inwiefern ich dort ein öffentliches Profil betreibe. Natürlich sind dann die Anforderungen an meine praktische Sorgfaltspflicht da wesentlich geringer als jetzt bei einem Großunternehmen wie zum Beispiel Facebook. Aber wenn der Spiegel oder andere journalistische Zeitschriften zum Beispiel auch Profile und Seiten auf Facebook betreiben oder auch auf Twitter beispielsweise, dann sind das selbst Telemedien, diese Profile, und die unterliegen auch den entsprechenden Vorschriften und müssen dann eben auch den entsprechenden Sorgfaltspflichten und weiteren rechtlichen Sorgepflichten unterliegen. Und diese müssen seitens der Anbieter dann, also in dem Fall Spiegel Online oder andere Zeitschriften, Zeitungen, beachtet werden. Insofern kann man also sagen, okay, diese öffentlichen Gruppen bei Telegram sind selbst auch Telemedienangebote und unterfallen damit auch dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und Telegram ist eben als Dienstanbieter, als juristische Person, die eben ein solches Telemedium dann zwar nicht als eigenes, aber als fremdes bereitstellt oder den Zugang dazu vermittelt, auch der entsprechende Telemediendienstanbieter nach der Legaldefinition des Paragraph 2 Nummer 1 Telemediengesetzes und daher auch nach Paragraph 1 Absatz 1 des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes vom Netzwerkdurchsetzungsgesetz erfasst. Gleichwohl spricht gegen diese Auslegung die ja, Historie des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, wo eben in der Gesetzesbegründung und in der jeweiligen dazu vorliegenden Bundestagsdrucksache ausdrücklich das Ziel war, wohl drei spezielle Telemedienanbieter genau zu erfassen. Und da wird man wahrscheinlich sagen, okay, das waren wahrscheinlich, auch wenn sie dort nicht ausgeschrieben stehen, waren das Facebook, Twitter und YouTube. Und darüber hinaus sagt wohl die Gesetzesbegründung, jedenfalls sofern man dem Nomos-Kommentar dazu Glauben schenkt, dass sieben weitere Telemedien wohl auch erfasst sein könnten. Ob da jetzt auch Telegram zugehört, ist fraglich, aber jedenfalls zeigt diese Herleitung, dass praktisch nur die ganz großen Dienstanbieter vom ursprünglichen Regelungszweck erfasst werden sollten und darüber hinaus auch wohl in der Gesetzesbegründung erkennbar ist, dass es darum ging, die Ausweitung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes nicht zu weitläufig zu gestalten, um die Meinungsfreiheit nicht zu stark zu beschränken. Gleichzeitig beispielsweise die Berichtspflicht nur die Betreiber großer sozialer Netzwerke mit Meinungsmacht und nicht sämtliche Dienstanbieter nach dem Telemediengesetz betreffen sollte, so jedenfalls in Bundestagsdrucksache 18/1235-6 genannt. Und das impliziert natürlich irgendwo, dass Telegram als jetzt auch nicht wirklich riesiges soziales Netzwerk, meine beim Deutschlandfunk gelesen zu haben, dass gerade mal 3% oder 2% der Deutschen überhaupt Telegram nutzen, aktiv. Und das natürlich ein wesentlich geringerer Anteil ist an Nutzern, als jetzt beispielsweise Facebook oder Twitter haben. Das heißt, der Einfluss von Telegram auf den, ja, Meinungsaustausch und auf den Diskurs ist natürlich erheblich geringer. Und wenn die Regelungsintention des NetzDGs ist, Meinungsmacht praktisch zu kontrollieren und erheblichen Einfluss auf Meinung und auf den Meinungsbildungskampf durch große Dienstanbieter zu verhindern, dann ist wahrscheinlich das Netzwerksdurchsetzungsgesetz an dieser Stelle einfach der Regelungsintention nach, dem Telos der Normen nach, nicht das richtige Gesetz, um jetzt strafbare Inhalte auf Telegram zu bekämpfen. Was natürlich die Frage aufkommen lässt, okay, lässt man es dann einfach sein? Ist das dann okay, dass auf Telegram strafbare Inhalte verbreitet werden? Nein, natürlich nicht. Aber, und das sagen auch verschiedene Politiker jetzt, unter anderem Konstantin Kuhle von der FDP und auch Marco Buschmann, der Justizminister, und Nancy Faeser hat es ja auch dann angedeutet praktisch. Natürlich bedarf es hier einer Reform. Und entweder reformiert man das NetzDG oder man wartet ab auf den Digital Services Act, der ja seitens der EU erlassen wird, weil es sowieso ja mehr oder weniger fraglich ist, inwiefern deutsche Regelungen
hier langfristig noch sinnvoll sind, wenn auf EU-Ebene dieser Digital Services Act bald in Kraft tritt und dann die maßgebliche Orientierungsregelung sein wird, um große Social Media Player oder auch Social Media Player generell zu regulieren. Ja, so oder so bedarf es hier aber natürlich irgendeiner gesetzlichen Regelung oder eines Vorgehens seitens des Gesetzgebers, um diesen Problemen, die offensichtlich bestehen, Herr zu werden. Und es zeigt sich einmal mehr, dass in diesen internationalen und digitalen Sphären, die jetzt hier auch wieder durch Telegram natürlich virulent werden, es extrem schwierig ist, diese entsprechenden regulatorischen Mittel zu ergreifen, gerade wenn sich die Anbieter eben im Ausland befinden, was natürlich bei Facebook und Twitter auch der Fall ist, aber bei Telegram jetzt nochmal problematischer ist, weil man da wirklich anscheinend gar keinen Ansatzpunkt hat, wer da im Hintergrund eigentlich die maßgebliche Verantwortung trägt und wen man überhaupt praktisch adressieren muss, egal wie man jetzt tätig werden will. Aber wenn man schon niemanden hat, gegenüber dem man seine Bedenken und seine Vorgaben staatlicherseits richten kann, dann ist man natürlich schlecht aufgestellt. Das ist der kleine Überblick über die aktuelle Telegram-Problematik. Der wird sich in den nächsten Tagen, Wochen und dann wahrscheinlich auch Monaten, wenn wir auf gesetzliche finale Regelungen blicken, noch einiges ergeben. Ich hoffe, dieser Ansatz oder dieser kleine Überblick war hilfreich und hat euch gefallen. Wenn da weiterer Informationsbedarf besteht, kann ich die Artikel von der Zeit, Nancy Fraser kündigt härteres Vorgehen gegen Hass auf Telegram an, empfehlen und auch ein Artikel oder Beitrag des Deutschlandfunks, in dem unter anderem darüber gesprochen wird, wie man gegen Telegram auch nach aktueller Rechtslage vorgehen kann. Das hat die Überschrift Messenger-Dienste Telegram, was die Politik gegen Hetz und Gewaltaufruf tun kann. Und ja, sollte relativ leicht über Google zu finden sein. Ich hoffe, das hilft euch dann weiter, wenn da weiteres Interesse besteht. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin.